Es scheint, dass die beiden gleichnamigen Andrease Kuchler, der Vater und Sohn, sich auf diesem Weg sogar mit geschlossenen Augen nicht irren könnten. So oftmals sind sie diesen schon gefahren. Ich war das erste Mal in der Ukraine, als Ukraine noch eine Sowjetrepublik war, im Jahr 1989. Ich war damals 13 und seitdem komme ich fast mindestens einmal im Jahr in die Ukraine, in die Westukraine und hier insbesondere nach Transkarpatien, um humanitäre Hilfe zu leisten. Und die Ukraine ist für mich so etwas wie eine zweite Heimat geworden in dieser Zeit. Ich habe natürlich sehr viele Menschen hier kennengelernt, mit denen ich auch unterjährig in Kontakt stehe, wo wir E-Mails schicken und telefonieren und uns, wenn wir kommen, dann immer wieder sehen und wieder treffen. Auch mit vielen ehemaligen Deutschen, die mittlerweile in Deutschland leben und ausgewandert sind. Ein Zufall hat jeweils die Familie Kuchler aus der Stadt Villach ins Dorf Schönborn geführt. Der damalige Besuch wurde schicksalhaft. Seit jener Zeit besuchten Hunderte von gleichgesinnten Kärntnern nicht weit von Mukatschewo liegende Ortschaften, mit dem Ziel, den Bedürftigen zu helfen. Es gab kleinere und größere Gruppen von Menschen, verschiedenen Alters und Fachbereichen. Die Seele dieser Wohltätigkeit war und bleibt Herr Andrease Kuchler. Ja, Schönborn ist so, das ist, hat eine eigene Geschichte für sich, die eben 25 Jahre und mehr zurückliegt. Und da haben wir viele Freunde dort und bei einem Freund nehmen wir immer Quartier. Und das ist nicht so, als wir jemanden besuchen würden, es ist so, als würden wir eine Verwandtschaft besuchen, einmal im Jahr oder zweimal im Jahr. Die wohltätigen Initiativen von Andi, so liebevoll wird Herr Kuchler von Freunden genannt, werden von den zahlreichen Einwohnern von Villach schon lange unterstützt. In der Stadt an der Drau gibt es einen gut bekannten Sammelpunkt für die Hilfsgüter, einen Lager, wo viele Menschen ehrenamtlich mithelfen. Wir sind ein kleiner Kreis von Freunden und Mitarbeitern, die uns immer wieder helfen, am Wochenende, oft sogar Sonntagvormittag, im Lager reinzupacken, vorzubereiten, die Pakete zu schnüren und zu beschriften, damit wir hier vor Ort genau wissen, was in den Paketen drin ist und damit wir auch punktgenau dann die Hilfe bei den bedürftigen Familien und Kindern dann auch abliefern können. Ja, also am berührendsten sind immer Treffen mit Familien mit Kindern, mit Familien mit beeinträchtigten Kindern. Geht einem sehr nahe, wenn man selber Kinder hat. Und man wird dann auch, auf der einen Seite ist man sehr bedrückt, wenn man das sieht, auf der anderen Seite macht es auch aber einen wieder froh, dass man die Möglichkeit hat, Familien und Menschen zu helfen, denen es nicht so gut geht und die Schicksalserfahrungen erleben mussten. Beim Besuch einer von diesen Familien in der Stadt Mukatschewo waren wir dabei. Die Familie Kresnjanik hat 3 Kinder. Eins davon, der kleine Ivan, braucht eine besondere Unterstützung. Der Vater durchlief den Krieg in der Ostukraine als Militärangehörige. Bei dieser Familie hier hat uns erklärt, wo er war in der Ostukraine. Er hat natürlich fürchterliche, schreckliche Erlebnisse gehabt, ist mehrfach verwundet worden. Das betrifft uns besonders schwer, nicht? Und die Güter, die wir gebracht haben, sind Alltagsgüter. Spielzeug für die Kinder, ein Notebook und Geschirr und verschiedene Sachen. Die mutige Mutter klagt nicht um das Schicksal ihres Sohnes. Sie bemüht sich, alles Mögliche dafür zu machen, um dem kleinen Ivan zu helfen. Mir ist es nicht schwer, aber er ist so ruhig. Er ist nicht so kaprizig. Er ist so ruhig, er ist so ruhig. І все. Він дуже любить, коли увагу на нього звертають, коли говорять з ним много. Ми з ним стараємося, ну, побільше має общатися. Приходить мама чоловіка, допомагає, брат зі мною жиє, теж допомагає. Тітка робить в Мадярщині, коли приїжджає, теж з нами. Ну, родина в мене велика, та допомагають. Та. Я мушу так вдома сидіти. Так от якісь процедури масажу, та тебе ніхто не ходив. Фізкультуру ходимо, логопеди, психологи, масажі. Ну, саме більше нам допомогли коні. Ми ходили 2 роки і допомогли нам дуже. Бо він так взагалі в мене лежав. Так він туди наче мало й говорити, і сидіти, піднімати головку, держати. Любить гуляти на вулиці, бо то дуже любить. Він дітей любить, коли багато дітей коло нього. А він не розуміється, він коли багато людей, то... Кажи, ти радий? Die Hilfsgüter aus dem österreichischen Villach ist eine gute Unterstützung für die Familie, die besondere Bedürfnisse hat.
Es gibt aber auch eine spezialisierte Ausstattung, die behinderte Kinder brauchen. Das muss individuell hier vor Ort gesucht werden. Для нього би нам потрібно от крісло, де би він міг сидіти нормально. То я вже виходжую 3 роки, є крісла у соціальному захисті є, але то для нього не підходить, бо там дуже головка йому не буде держати. Дуже спинки низенькі. А то йому вже невдомо. То ми самі купуємо от крісла такі, що в машину, бо він нормально хоч сидів там. Die ausländischen Wohltäter können nicht die Funktion der heimischen Sozialdienste vollkommen übernehmen. Sie liefern hochmotiviert ihren Beitrag für die Erleichterung der Lebensverhältnisse von Bedürftigen. Zuverlässige Partner vor Ort zu haben, ist eins der wichtigsten Bedingungen für die erfolgreiche Wohltätigkeitsarbeit. Empfängerin ist der Wohltätigkeitsverein Dolja hier in der Stadt Mukatschewo. Und viele Sachen, die wir bringen, schauen wir, dass wir die persönlich übergeben können, vor allem die Computer und so weiter. Und dann kommen die verschiedenen Sozialinstitutionen, die in diesem Hilfeverein vereinigt sind und einem nach sind, kommen dann die Sachen abholen. Oder sie werden einfach geliefert in den Vereinen, verschiedenen. Es sind ungefähr 13 Tonnen diesmal gewesen. Die Palette reichte von Computern, Notebooks, Fahrrädern bis zu Schuhen, Werkzeug, Spielzeug und so weiter. So wie immer, wir sammeln zu Hause. Wir haben viele Unterstützer, viele Helfer, die uns helfen, damit wir hier helfen können. Die Kette der Gutherzigkeit erweitert sich immer mehr. Diesmal kamen Frau Ilse Lipuschitz und Herr Herbert Essmann zum ersten Mal nach Transkarpatien. Von außen betrachtet scheint das Leben hier einigermaßen normal zu funktionieren. Aber wenn man die Familien besucht, ist es dann schon sehr erschütternd, wie viel Armut es noch gibt. Und ich hätte nicht gedacht, wie wichtig diese Hilfstransporte noch sind für hier. Ich hätte gedacht, dass sich das in den letzten Jahren gebessert hat. Aber es sieht nicht so aus. Es ist eine gute Sache, was der Herr Kuchler macht. Und gute Sachen soll man immer unterstützen. Mich hat das immer interessiert, weil der Herr Kuchler fährt hier schon 20 oder 25 Jahre her und hat mir allerhand erzählt. Und da habe ich mir gedacht, ich muss mir das einmal anschauen, ob das wirklich wahr ist, was er so erzählt. Und ich finde eigentlich das Land soweit schön, aber es ist verludert. Also es liegt alles brach, wo man viel machen könnte. Und ich bin wirklich überrascht, dass es da hier so viel Armut gibt. Kinder, die praktisch in Höhlen leben, ohne Heizung. Und das tut mir weh. Und ich werde weiter tun, dass man den Kindern helfen kann. Für die Organisation der Hilfslieferung in die Ukraine benötigt man viel Mühe, Kraft und Geduld. Die Hilfslieferungen sind weit nicht der einzige Bereich, in dem Freunde aus Villach aktiv sind. Es ist erwähnungswert, dass dank den Bemühungen von Andreas Kuchler eine gute Kooperation zwischen Villach und Mukatschewo entstehen konnte. Es gibt mehrere Branchen, wo die vorhandene Zusammenarbeit gut funktioniert. Es verbindet uns sehr vieles. Diese Leute haben sehr viel geholfen für unsere Stadt mit Wasser. Sie machen Austausch, sie machen viele humanitarische Hilfe auch noch bis jetzt. Vor 25 Jahren, glaube ich, war die Delegation aus Villach mit Andreas Kuchler bei uns schon im Kulturhaus zu unserer deutschen Gemeinde. Und selbst uns verbindet vieles. Wir haben von Kirchtags Trachtenverein bekommen schöne Trachten. Es hat sehr gut gepasst für unser Kinderchor und unsere Tanzgruppe. Und wir sind auch jetzt noch mit diesen Trachten für die Volkslieder, weil in unserem Repertoire gibt es viele österreichische Volkslieder und das passt sehr gut. Wir waren schon mit diesen Trachten auf Kirchtagfest. Es ist ein berühmtes Trachtenfest. In ganz Europa, größte Trachtenfest und wir waren mit Auftritt mit unserem Chor, haben gesungen, getanzt, teilgenommen in die Heilige Messe, Kirchtagsmesse und Auftritt mehrmals auf die Bühne von Rathaus in Villach. Wir möchten bedanken sehr für unseren guten Freund Andreas Kuchler aus Villach. Mit großer Dankbarkeit, mit alles Gute zu nehmen für diese große Arbeit. Und wir hoffen, dass diese schöne Zusammenarbeit wird auch weiter gemacht. Langjährige freundliche Beziehungen zwischen Villach und Mukatschewo ist eine Grundlage
für die Realisation verschiedener Projekte mit dem Ziel fruchtbarer Zusammenarbeit. Es gibt viele Ideen und Branchen, wo die Erfahrung von österreichischen Freunden nützlich sein könnte. Die Männer der Familie Kuchler sind wie immer mit Herz und Seele dabei. Also die Karpaten haben Potenzial für europäische Touristen im Bereich der Jagd, also Jagdtourismus und natürlich auch Sport und Aktivtourismus, Mountainbiken, Wandern und so weiter. Aber auch im Winter ist es interessant, wenn Menschen hierher kommen zum Skifahren. Das ist auch ein interessantes Thema. Ich glaube, das Wichtigste hat die Region schon, das ist Gastfreundlichkeit. Und das Zweitwichtigste ist ein gewisser Standard bei Hotels und Unterkünften. Und ich glaube, hier ist auch das nächste mögliche touristische Feld in den Karpaten, das heißt Gesundheitstourismus. Wir sagen auch Wellness dazu, also Erholungsurlaub, ähnlich wie eine Kur. Es gibt eine Organisation, die heißt Urlaub am Bauernhof. Und diese Art von Urlaub ist sehr beliebt bei Familien mit Kindern. Und da kommen zu uns sehr viele Familien aus Großstädten, aus dem Ruhrgebiet, aus Deutschland, aus Hamburg, aus Berlin, aus größeren Städten, aber auch in Österreich, aus Wien, die dann mit ihren Kindern eine Landerfahrung machen wollen und den Kindern zeigen wollen, wie Landwirtschaft und Bauernhof funktionieren. Noch ein weiterer Besuch der österreichischen Gäste geht zu Ende, aber schon heute planen sie ihre nächste Reise in die Ukraine. Im Herbst wieder, wir sammeln gerade für die nächste Lieferung humanitäre Hilfe. Das heißt, das Lager ist jetzt leer und ich glaube, dass wir über den Sommer das Lager wieder füllen werden und zwischen September und November das nächste Mal wiederkommen werden. Ich darf im Mühlbach am Hochkönig Chris Guppernan sagen, einem Ort, der eine große Bergbauvergangenheit hat. Und seit der Schließung des Bergwerkes 1976 hat sich der Ort zu einem Tourismusort entwickelt und speziell im Sommer gibt es da ganz großartige Sachen. Vom Bergdorf der Tiere zum Almspielplatz auf der Korbachalm. Aber wir fangen einmal mit der Bergbaugeschichte an. Und da wird uns der Bürgermeister Hans Koblinger im Bergbaumuseum im Knoppenheim ein bisschen was über die Bergbauvergangenheit von Mühlbach am Hochkönig erzählen. Und dorthin begleitet uns jetzt die Mühlbacher Holzmusik, eine ganz historische Bergkapelle. Oh.
Die Mühlbacher Holzmusik sind eigentlich ein ganz besonderes, wertvolles Kulturgut. Es ist, man hat es vorher gesagt, die Europamuse. Und wir haben da zwei Bässe, die damals im 1911 beim Bernhardbauern wieder gefunden worden sind. Und daraufhin ist die Holzmuse wieder ins Leben gerufen worden. Ja, wir haben da eine sehr geschichtsträchtige Bergbaugeschichte. Sie reicht ca. 5000 Jahre zurück, ist nachgewiesen. Und dementsprechend kann man auch heute noch die Architektur des ganzen Ortes, es ist alles geprägt noch vom Bergbau, von der Bergwerkssiedlung bis zum Knoppenheim her, wo wir heute da herinnen in diesem Museum stehen und heute als Kulturzentrum genutzt wird. Ein wichtiger Bestandteil war natürlich, dass der Bergbau in irgendeiner Form noch hergezeigt wird. So ist 1986 die Gründung des Bergbauvereines geschehen. Und wir haben heute, sage ich, ein schönes Museum, das wirklich zum Herzeigen interessant ist und für die Besucher sehr große Freude bereitet. 1987 haben wir dann den sogenannten Johannastollen eröffnet. Es ist ein alter Luftschutzkeller, der umfunktioniert wurde, um die Gerätschaften, die Möglichkeiten der Arbeiten der Bergleute, dass man die ein bisschen darstellen kann. Und in den letzten Jahren hat man dann noch zusätzlich eine Feldbahn errichtet. Das ist eine Original-Lok vom Bergbau. Das haben ehemalige Bergleute mit viel Liebe restauriert und dient heute zum Fahren für unsere Besucher des Museums und des Schaustollens. Wanderreiten ist eins von den Vergnügen im Bergdorf der Tiere. Eva Irnberger, wie ist eigentlich zu dieser Idee gekommen, Bergdorf der Tiere? Herbert, das ist so, weil sie bei uns in Mühlbach wirklich sprichwörtlich der Fuchs und der Hasgurt nachzahlen. Aber nicht, weil nichts los ist bei uns, sondern weil bei uns in Mühlbach, im Bergdorf der Tiere, mindestens doppelt so viele Tiere wie Einwohner leben. Und wir haben uns vor ein paar Jahren darüber Gedanken gemacht, jetzt treibe ich wieder um zu dir, wie wir eigentlich in Zukunft touristisch weiter dran wollen.
Und da sind wir nachher drauf gekommen, dass wir das Radl nicht neu erfinden müssen, sondern dass wir eigentlich alles da haben, was wir brauchen. Und dass wir nur unsere Stärken noch weiter ausarbeiten müssen. Und da sind wir dann drauf gekommen, dass das Thema Tiere was ist, was an jeden anspricht, ob das die Großeltern sind und die kleinen Kinder. Und dann haben wir weitergearbeitet. Und dann haben wir eigentlich mit vielen Partnern gesprochen, ganz wurscht, ob das jetzt an der Bauernhof war oder die Alben- und Hüttenwirte. Und die Beherberger, die waren alle begeistert von dem Thema und dann haben wir angefangen. Und dann ist das Bergdorf der Tiere jetzt über die letzten 3 Jahre entstanden. Und wir haben jetzt dann wirklich schon viel erreicht. Wir haben öffentliche Streichelzoos, da können die Gäste, die zu uns kommen, hingehen, die können sich ins Gras reinsitzen, die können die Viecher zuschauen, wie es gefordert werden und können da die Kälber und die Viecher zuschauen, wie es essen und wie es gefordert werden. Wir haben Erlebnisbauernhöfe, das gefällt natürlich die Urlauber aus der deutschen Gegend und aus den Städten auch besonders gut. Wir haben tierische Themenwege, die schon alle da waren eigentlich vorher, nur haben wir es jetzt wieder aktiviert. Da gibt es zum Beispiel einen Ameisenweg, der fängt oben der Tiergarten an. Da sind über 200 natürliche Ameisenhügeln. Da haben wir Schaudorfin hin und da haben wir Informationen aufgeschrieben, damit sich der Gast das auch mit heimnehmen kann, was lernt bei uns. Dann gibt es einen Murmeltierweg am Arthurhaus, den kennst du auch. Da sind Murmeltierkolonie, hat sich da niederlassen vor ein paar Jahren. Und da sitzt man sich einfach daneben auf den Stein, schaut die zu, wie es spülen und wie es einfach leben. Wir haben einen taktoffenen Stalltür, den gibt es auch noch. Der ist jeden Tag täglich in der Almzeit von 16 Uhr beim Rudi, beim Nussbaum auf der Derntalm oben. Und der nimmt die Leute mit rein in seinen Stall, hinter die Kulissen am Blick. Und der zeigt ihnen einfach, wie es Almleben ist. Und das gefällt die Leute. Und da sind mindestens zwischen 5 und 10 Leute jeden Tag, die da mitgingen.